Wenn die Sonne untergeht, das Licht immer schwächer wird, dann kommt Leben in den Garten. Im Licht der Sterne kriechen die Regenwürmer aus ihren Löchern. Jetzt sammeln sie Laub und welke Gräser von unseren Beeten und ziehen sie in ihre Löcher. Aber jeder Lichtstrahl erschreckt sie. Nur mit einem lichtempfindlichen Zeitraffer oder mit Rotlicht lassen sie sich beobachten. Andere Tiere sind da robuster. Und so wird der Gang durch den nächtlichen Garten zum richtigen Abenteuer. Jetzt seilen sich die Ackerschnecken ab, überwinden jedes Hindernis auf dem Weg zum Gemüse. Auch die Wegschnecken rasen gerade in die Beete, um dann auf den Salat zu klettern und ihn wegzuraspeln. Wer das aushält und kein Schneckenkorn in den Garten streut, der findet vielleicht auch Glühwürmchen. Denn die Larven der Glühwürmchen oder Leuchtkäfer fressen Schnecken. Dies hier ist ein Weibchen des großen Leuchtkäfers und dann gibt es auch noch die Kleinen. In warmen Sommernächten verwandeln sie manche Gärten in richtige Feenreiche. Jetzt schwärmen die Männchen und senden Signale. Besonders in der Nähe von Auwäldern veranstalten sie ein richtiges Feuerwerk. 4 Jahre brauchen die Männchen, um erwachsen zu werden. Dann leben sie nur knapp eine Woche. Und in der müssen sie ein Weibchen dazu überreden, ihnen heimzuleuchten. Vier Punkte. Das ist ein Weibchen. Die Weibchen selbst können nicht fliegen. Nur wenn sie zurückleuchten, können die Männchen sie zur Paarung finden. Ein anderer nächtlicher Gast im Garten. Der Igel. Er ist ein Einzelgänger und geht gern allein auf die Pirsch. Laufkäfer, Spitzmausbabys oder Regenwürmer, alles ist ihm recht. Manchmal pirscht ein Männchen auch einem Weibchen hinterher. Wer seinem Garten noch mehr Geheimnisse entlocken möchte, der kann eine Wildkamera aufstellen. Die registriert dann, was man eigentlich gar nicht wissen wollte. Denn spät in der Nacht wird der Garten zum Tummelplatz dieser Gesellen. Dagegen erscheint die Schneckeninvasion im Gemüsebeet auf einmal ganz harmlos.